Servus Leute. Es regnet ein bisschen, aber es ist herrlich. Herrlich da im Wald. Ganz, ganz herrlich. Ich hoffe, es geht euch gut alle. Ich möchte ein bisschen was kochen heute. Ein bisschen was Süßes. Nicht bekannt, einmal ein bisschen Andacht. Und es wird staunen, wenn es gelingt. Ich habe es noch nicht probiert, also lassen wir uns überraschen. Es gelingt ja nicht überall, wie ihr wisst, gell? Aber probieren wir mal. Ja, ich habe heute mein Billing-Hobo mit meinem Holzvergaser-Ofen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Zuerst aber fangen wir mal an. Müssen wir einen Teig machen. Einen Teig. Dazu braucht man ein Gackerl. Wir brauchen ein Gackerl. Wir brauchen. Ich hole da oben. Auf alle Fälle ein paar Haferflocken. Ich hole da mein Ding da. Da haben wir jetzt ein paar Haferflocken weiter. Das lassen wir gleich da. In der Natur, Haferflocken, da werden sie die Mäuslein und sämtliche Vögel freien. Ich habe kein Rezept dazu, gell? Also nicht wirklich jetzt ein gewaltiges Rezept, sondern jetzt war ich ein bisschen zu. Ich muss zuerst die Verhandlung tun. Das tue ich jetzt nochmal raus. Wieder da reichen die Haferflocken. Zuerst muss ich eine Banane da drucken. Ja, dazu brauche ich ein Besteck natürlich. Haben wir ja alles. Eine Gabel. Da werden wir die Banane schön da drucken. Das kennt ihr ja mein Torgschisserl, gell? Genial. Das ist ja normal zum Gipsen, für die Gipser. Ja, für die, ja. Da werden wir die Banane zerdrücken. Ich glaube, ich brauche sie nicht alle. Die brauchen wir später. Nun, wir machen ja nicht so ganz am Riesing. Dazu kommt ein bisschen Mehl, Dinkel-Vollkornmehl, einmal nicht zu viel. Wie gesagt, ich mache das jetzt einfach ein bisschen freie Schnauze, gell? Ein bisschen freie Schnauze mache ich das, gell? Ja. Da gehört dazu ein Schluck Milch. Leute vom Bauern. Nebenbei vom Bauern. Na. Wahnsinn. Wahnsinnig einfach. Gell? Da mache ich einen Tag. Und jetzt haue ich die Haferflocken dazu. Und ein Gackerl. Und jetzt schauen wir, dass wir da einen schönen Tag da machen. Ma. Also, da ist jetzt eine Banane innen. Da ist eine Banane, da ist Haferflocken, ein Handel voll Haferflocken. Ein halbes Handel voll, ich sage jetzt einmal, in Esslöffel.
einen vollen Esslöffel Mehl, Dinkelmehl, zwei Esslöffel Haferflocken oder drei sogar, eine Dreiviertel Banane, ein Schluck Milch, habt ihr eh gesehen? Mehr reicht nicht. Mehr reicht nicht. Und das gibt jetzt ein gutes Tagerl. Das gibt jetzt ein perfektes Tagerl. Da kommt jetzt noch ein bisschen mehr leicht. Also das ist ein bisschen besser, der Bind. Und ein bisschen Honig. Kommt rein. Ein bisschen Honig. Und, Leute, Spezial, Kokosflocken. Und jetzt braucht man noch ein bisschen Bärlauchsalz. Aber nur eine Messerspitze. Als Geschmacksverstärker. Ganz einfach. Okay? Nichts mehr. Einfach nur eine kleine Messerspitze Bärlauchsalz. Muss kein normales Salz. Egal, ich habe nur ein Bärlauchsalz. Deswegen nehme ich das einfach her. Klingt jetzt blöd, gell, aber schau mal. Kann nicht viel hin sein. Jawohl, das schaut gut aus. Ich kann euch kurz sagen, Leute. Das war so schon. Da haben wir. Mehr wieder haben wir. Jetzt gleich wieder Schiff anfangen. Aber das lassen wir uns heute nicht nehmen. Mal schauen, ob wir Feuer da machen.
kommt das Schiff noch. Wir haben jetzt nicht lange umeinander da, gell? Es ist schon ein bisschen los da, das ganze Zeug, leider. Und deswegen wenn wir das Ganze beschleunigen. Ja, es regnet gleich, gell? So nieseln. Und das ist alles ganz, gar nicht so einfach. Und beim Dunkelwerden ist es auch schon. Es ist jetzt einfach einmal Bedrohung, gell, in der Zeit. So, aber dann haben wir jetzt. So. Dann werden wir jetzt ein bisschen futtern. Und Leute, schaut einmal her. Der Hobo, so wie es das letzte Mal schon gesagt hat. Mein verlängertes Friemeldings. Ja. Ha! Schaut einmal her. Das passt lieber wie die Faust aufs Auge. Und den Vorteil hat es nur dazu. Ja. Dass ich ein bisschen herum bin und ich kann da schön futtern, den Ofen. So, jetzt brauchen wir eine Pfanne. Meine gute alte. Schau her, wie das ist. Das ist nicht perfekt. Ein Wahnsinn, jetzt fängt das Schiff noch. Aber das beunruhigt mich halt. Das ist mir halt wurscht. Ne? So ein scheiß Fockenwetter noch. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ah, schön. Schön, schön, schön. Schaut mal her. Der Holzvergaser ist eigentlich super und genial. Also der kracht mit. Ich hole ja da jetzt. Ich hole ja da jetzt tatsächlich Holz da, angeschnitten da. Ja. Das ist eher ein Video, ich habe schon ein Video gemacht, auch. Ich war hochschneiden. Ja.
Das müsste genügen. Und jetzt, Leute, jetzt werden wir in so ein Tor gehen. Kommt in so ein Tor zum Einsatz. Derweil das da geht, schau das wo, perfekt, von der Menge her, da habe ich jetzt nur mehr ist ein halber Löffel voll, wenn überhaupt, gell? Ja. Halber Löffel voll, mehr reicht das nicht. Jetzt muss ich allerdings schauen, dass ich das da riecht. Halbwegs ein bisschen. Da jetzt ein Schieß um Lettl machen. Es regnet mir da ein bisschen Leichen, Leute. Deswegen brennt er nicht gleich um heute. Jetzt haben wir schön eine Flamme gehabt. Jetzt mag er nicht mehr. So ein schöner Wald. Wahnsinn. Aber jetzt kommt er wieder. So, jetzt werden wir das ein bisschen umbrateln. Auf beide Seiten, wenn es geht. Wenn ihr mich lasst. Jetzt hat es ein bisschen zu Regen aufgehört. Schauen wir schon nicht schlecht.
Ah, jetzt kommt er wieder. Ich habe gerade ein bisschen beleidigt gehabt, wahrscheinlich. Ein wenig beleidigt. Ja, schön. Ah, wunderbar. Das heißt in so einem Fall, natürlich. Was ist? Die Scheitel einstehen mal. Einstecken. Ja, schöne Printer. Wunderbar. Wunderbar. Und das Friemeldings ist genial, Leute. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt kocht er so schöne. Mal rein, schauen da. Unten, gell? Genau, schaut. Das ist noch zu wenig, ja. Das ist noch zu wenig. Das ist ja fast ein Vermuss, gell? Aber manche Leute, kocht das noch? Wie so gesehen. Also ich habe es noch nie probiert, aber allein der Tag, das muss genial sein. Das muss einfach perfekt sein. Ja. Ja, und der braucht jetzt brennt er wunderbar. Jetzt brennt er super gut. Und vor allem der Holzvergaser braucht wenig Futter. Auch relativ wenig Futter. Ja. Jetzt gibt die Challenge der Challenge. Schaut's einmal her. Bravo. Spitzenmäßig, da die Sohn. Nicht schlecht, mein Freund. Ah, so ein Fackelwetter. Leute, so ein Fackelwetter. Fangt richtig schiffen. Richtig schiffen fangt es jetzt. Aber da lassen wir uns nicht davon anhalten. Ja? Und jetzt werden wir das da belegen. Mit der Banane. Und ein bisschen
Marillenmarmelade mit Kokosflocken, Leute. Ha! Ein Wahn. Ein Wahn deswegen. Zum Kotzen, wenn ich so. So, jetzt habe ich auch gewonnen. Und jetzt werden wir das noch ein wenig herrichten. Leute, schaut einmal her da. Schaut einmal her da. Seht ihr das? Ha! Seht ihr das? Mma! Mma! Schau mal her. Mma! Einfach nur genial. Einfach nur mit den Bananenscheiben, mit dem Honig, ein bisschen gesüßt. Der Tag, die Haferflocken. Leute, in diesem Sinne. Es schifft wie die Sau. In diesem Sinne, Leute. Merkt euch das. Feuer machen. Bei Regen. Schwierig. Gar nicht so einfach. Mit ein bisschen Tiftlerei bringt man das zusammen. Ansonsten hat man Feuerzeug mit. In einem Sonnenfall, wenn das Schiff anfängt und tausend Scheiße. Oft habe ich ein Feuerzeug mit. Darauf habe ich heute keins mit, weil ich nicht damit gerechnet habe. Das heißt, Leute, wie ich aber sage, alles was man trainiert, alles was man übt für die Notsituation, das ist, wenn man es braucht, mit Gold nicht aufzuwägen. Kocht das noch, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer, Leute. In diesem Sinne. Jetzt lasse ich mich nicht mehr voll schiffen, vor allem die Kamera nicht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt sauber, liegt es nicht nur, vor allem eng selber nicht. Geht's am Wald, kocht etwas, werdet sehen, ein Wahnsinn. In diesem Sinne, servus, sauber bleiben. Didis, Haferflocken, Bananen, Dinkelteig, süßes Omelette.